Hier sind gleich bestimmt wieder jede Menge Typen im Einsatz, deswegen... Tricopter-Action! Schauen wir uns doch mal an, was hier so ist. Hier ist niemand. Hm. Komm zurück, Tricopter. Zuck, Tricopter zurückgeholt. Hier ist ja nix. Kommen wir denn da rein? Ja, ja, klar. Hier muss es schwere Kämpfe gegeben haben. Vermutlich eine Drohne. Das Ding ist getroffen worden, aber nicht in letzter Zeit. Ich sehe mich mal um. Dum, 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 dum. Hm, außer der einen Type da vorne scheint da nichts zu sein. Was siehst du? Eine Art Exekutionsraum. Ein Soldat wurde umgebracht. Miguel Garcia, Geschwader 36. 23 Jahre alt, stammt aus L.A., wird seit der Sache in Guam vermisst. Warum töten die ihn? Um es aufzuzeichnen. Scheiße, das ist es, was sie senden. Ich schalte es ab. Die nehmen noch auf. Verfolgt es. Okay. Die haben ein Tablet vergessen. Hab keine Angst. Ich weiß, was du hier tust. Ob du es glaubst oder nicht. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Denn bevor ich für eine neue Welt kämpfte, kämpfte auch ich für ein Land. Bitte. Tut mir leid. Ich will nur nach Hause. Und genau das wünsche ich mir auch. Ich will, dass all eure Soldaten wieder nach Hause gehen. Aber dein Land will einfach nicht auf mich hören. Ich habe ein Kind. 2 Jahre alt. Bitte. Ich wuchs in dem Glauben auf, dass ein einzelner Mann die Zukunft verändern kann. Glaubst du das? Ich schon. Und ich glaube, du bist möglicherweise dieser Mann. Du wirst die Welt verändern, indem du als Beispiel dienst. Nein! Ich meinte nicht ihn, mein Freund. Ich meinte dich. Was sollte die Warnung? Das ist eine Botschaft, keine Warnung. Die Engineers erwarten jemanden. Was ist mit dem Signal? Ich arbeite noch dran. Sam, hast du die Drohne aktiviert? Nein. Jemand hackt sie. Deshalb hat Jadid auf Zeit gespielt. Es ist eine Falle. Weg da, sofort! Ich bin okay. WTF! What the fuck? Ich brauche den Hubschrauber. Unmöglich. Landezone nicht sicher. Go! What the fuck? Sam, es kommen noch mehr Raketen. Ich benutze den Haken. Ja, welchen Haken? Gib Gas. Beeilung, Sam. Ja, nee, ist klar. 3, 2, 1, jetzt. Alter, was für eine Mission. Was für eine Mission. Zumindest das Ende war wieder Call of Duty-like, aber Ghost-Punkte, normal ungestörte Gegner. Stealth Knockouts 24. 3000 Punkte, Effizienz. Was ist das alles? Ja, Panther haben wir gar nicht gehabt und wir haben auch kein bisschen bei Assault gemacht. Ah, ich bin pur Ghost vorgegangen in dieser Mission. Ich war 20 Minuten schneller. Bonuspunkte 3800. Abschluss unter
69 gab mal 3 Bonus, versteckte Körper 2, mal 200 Punkte, versteckte Wege gefunden. Oh, bin ich mir gar nicht sicher, ich glaube 0, ja. Ergebnisse vor Echolon. Das ganze Poop Ghost. 95.000 Punkte, hammergeil. Also 95.000 haben wir dazu bekommen, das ist nicht so viel. Aber Mission Complete. Kopier sämtliche Daten, die du finden kannst. Mach ich. Wir werden den Hubschrauber hier drin reparieren, so sparen wir Zeit. Sam. Die Engineers waren uns immer einen Schritt voraus. Wir wollten die Blacklist und was wir haben, ist eine Botschaft. Briggs wird Corbin dazu nochmal ausquetschen. Corbin ist viel zu blöd für so eine Falle, aber er ist klug genug, uns nicht in sowas reinzuschicken. Hast recht. Andere Quellen haben seine Aussagen bestätigt. Die Engineers hinterließen uns eine falsche Fährte aus Informationen. Und schickten uns mitten in ein Minenfeld. Hoffe, die DevGrew-Teams haben was gefunden. Sie müssen langsam zurück sein. Charlie kümmert sich darum. Charlie? Charlie. Die anderen Teams. Sämtliche Lager waren fallen. Der Einzige, der überlebt hat, bist du. Die Engineers wussten, dass die Behörden den Einsatz leugnen würden. Sie haben ihn aufgezeichnet. Die Aufnahmen wurden gerade online gestellt. Sam, wir haben auf dem Gerät, das du mitgebracht hast, was gefunden. Wir kennen den Anführer der Engineers. Das war schnell. Es war einfach. Zu einfach. Es wirkt fast so, als wollten die, dass wir herausfinden, wer es ist. Ein Zeichen von Selbstvertrauen. Er will uns ärgern. Jetzt haben wir unser Ziel. Majid Sadiq. Ex-MI6-Agent. Deshalb wusste er, was alle tun würden nach Guam. Und wie es ihnen verkauft. Madam President. Schön, dass Sie noch leben, Mr. Fischer. Tut mir leid, was geschehen ist. Wir haben jetzt ein Ziel. Majid Sadiq. Der Mann befehligt die Engineers. Wir werden die Unterlagen in Ihr Büro schicken. Gute Arbeit. Enthalten Sie Hinweise auf Amerikas Konsum? Nicht direkt, nein. Aber ich habe die Daten aus Ihrem Büro. Ihre Mitarbeiter halten Dallas also für ein mögliches Anschlagsziel? Ja, und die Heimatschutzbehörde überwacht 5 andere Städte und ist überlastet. Wenn wir Dallas beschützen wollen, müssen wir Force Echolon dorthin schicken, um mögliche Angriffe abzuwehren. Könnten Sie die Stadt rechtzeitig erreichen? Das schaffen wir. Wir halten Sie auf. Spellenschutzpunkt abgeschlossen. Amerikas Konsum, ja. Ha. 0 Tage und 3 Stunden. Sprich mit Briggs über den möglichen Einsatz. In Kargil. Führe ein weiteres. Sprich mit Briggs. Ja, Briggs. Ich glaube, Charlie arbeitet an neuer Ausrüstung. Ah. Ich muss erstmal mit Briggs quatschen für einen Erfolg. Hey, Briggs. Dachte, du würdest nach der Nummer in Mirava immer noch verarztet. Ach, es war nur ein Verkratzer. Erfolge freigeschaltet, Shadow Online. 81%, Hauptsache 23% der Solo-Mission abgeschlossen. What the fuck? Das sind nicht so viele. Ghost gemeistert, 1 von 27, also sind 27 Missionen wahrscheinlich. DLC abgeschlossen, gar nicht. Freischaltung in 17,3%. Wir spielen 81%, wie gesagt, als Ghost. Schön zu wissen, bleibt unentdeckt und wendet keine tödliche Gewalt an. Oh. Das war's vorerst. Gut, ich gehe wieder an die Arbeit. Ich will, dass beim nächsten Mal alles glatt läuft. Ja, toll. Jetzt müssen wir kurz mal nach Charlie suchen. Charlie. Gucken uns mal dem Flugzeug hier um. Dem Paladin. Hey, Sam. Charlie, hast du was Neues rausgefunden? Du weißt, was ich weiß. Stimmt was nicht? Tut mir leid. Diese Mission, ich bekomme sie einfach nicht aus meinem Schädel. All die Teams, all die Toten. Es braucht Zeit, Charlie. Konzentriere dich auf die Arbeit. Wir werden die Hintermänner kriegen. Ja. Panier Sam Fischer, Ausrüstung anpassen. Haben wir wieder ein bisschen mehr Knete über. Haft-EMP ist auch gar nicht übel, aber erstmal Brille. Drücke Y zwischen Nachtsicht und Sonarsicht zu wechseln. Das kostet 100.000 und ist auf jeden Fall wichtig für uns. Das wird auf jeden Fall mitgenommen. Sekundärwaffe.
Wie gesagt, eigentlich habe ich kein Interesse an irgendwelchen Kampf. Alter, wie unglaublich schlecht die einfach nur sind. Ein Sturmgewehr, ja! Wisst ihr, was ich vermisse? Das ist CK aus den alten Teilen. Ich glaube, das war da sogar bei Spezialwaffe. Also die Armbrust will ich schon gerne haben, die kostet 100.000. Scheiße, die hätten wir uns kaufen können. Egal, nächste Mission. Kommt die dazu? Überlegradpistole. Ach, wir haben uns ja keine neue gekauft. Feuerkraftkontrolle. Naja, eigentlich will ich ja ohne Pistol spielen. Dementsprechend ist das egal. Ausrüstung. Nehmen wir uns noch die Haft-EMP mit, würde ich sagen. Tränengas ist Panther. Schlafgas würde ich gern haben. Setze eine Wolke aus Dämpfen frei, die die Feinde schnell einschläfern lässt. Haft-EMP eigentlich ungern. Handschuh ziemlich teuer. Stiefel, ja, für einen Punkt mehr Stealth. Laufen und Rennen, ja, haha. Schuhe sehen unglaublich hübsch detailliert aus, hahaha. Ha, ha. War total gelogen. Alter! Das ist echt übel. Handschuhe, ne, Waffenhandling ist eigentlich auch egal. Könnten wir haben, brauchen wir aber nicht. Wie gesagt, Ausrüstung war das eigentlich wichtig. Wir nehmen uns demnächst die Armbrust mit. Schallmission 1 und 2 Spieler. Ich muss jetzt Daten bearbeiten, die Grimm mir geschickt hat. Ich melde mich, wenn ich was finde. Schön zu wissen, dass wir auch Koop-Missionen zu spielen haben. Aber jetzt haben wir uns das Teil geholt. Alter, da hinten ist der Anzug. Ist ja lustig. Ah, hier können wir direkt Ausrüstung anpassen. Da seht ihr das, was wir gerade benutzen, so in etwa. Ich denke mal, ich düse jetzt noch schnell. Ich düse jetzt zum MSI. Und an der Stelle. Ja, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir dann das Ganze. Also werde ich einen Schnitt machen, weil ich baue jetzt eine Pause. Ich habe jetzt ordentlich lange gezockt. Für euch. Das dürften 3-4 Folgen vielleicht sein. Und schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Splinter Cell Blacklist mit mir im FKara. Und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und einen schönen Tag und einen schönen Abend, wie auch immer. Wie gesagt, schaltet einfach das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder heißt Splinter Cell mit mir. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Schnibbeli-Schnapp und hallo, Drio. Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splinter Cell Blacklist mit mir im FKara. Ja, ihr habt gerade einen kurzen Cut gehabt an der Stelle. Wahrscheinlich, weil... Ja, die Folge war zu kurz. Zumindest das eine Stück davon, was ich noch rüber hatte. Es sind einige Dinge passiert. Zum Beispiel das Geld. Ihr wundert euch gerade, warum ich so viel Geld habe wahrscheinlich. Und warum ich auf Mercs vs. Spione gegangen bin. Und ich möchte euch mal was bei der Ausrüstung zeigen. Was mir sehr wichtig ist. Weil ich auf einmal eine komplett andere Ausrüstung habe. An der Stelle muss ich gesagt haben, dass wir den Koop-Modus aufgenommen haben. Und im Koop... Am Anfang sage ich... Der Koop kommt vor dieser Folge, der kommt heute schon um 15 Uhr, also das ist die Montagsepisode wahrscheinlich. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zu dem Zeitpunkt die Armbrust noch gar nicht hatte. Also am Montag werde ich sie noch nicht haben, am 20. Ich hatte sie halt noch nicht. Und im Koop sage ich dann, ja, ich hatte sie schon und ihr habt sie schon gesehen, weil ich dachte irgendwie, dass das schon vorher kommt. Aber ist nicht, schade drum. Und im Koop kriegt man richtig, richtig viel Knete. Und wir haben die Grimm-Mission sogar schon abgeschlossen. Das seht ihr am Montag noch nicht, aber die habe ich schon abgeschlossen. Dementsprechend können wir uns sogar schon den letzten Anzug holen. Ja, Nanofaser. Richtig teure Scheiß. Aber den können wir uns schon kaufen und ausrüsten. Der hat richtig, richtig, richtig viele Punkte in Stealth. Der ist zu teuer. Aber wir können uns noch... Alter, kosten die viel. Wir können uns noch die Schuhe holen. Und vielleicht noch Handschuhe, die nichts besseren holen, für noch ein bisschen besseres Waffenhandling. Wie gesagt, ich habe meine Ausrüstung ein bisschen umgebastelt. Das sieht man jetzt nicht so gut. Wobei hier Haft-MP, Trikopter, wisst ihr ja Bescheid. Schlafgas habe ich neu. Rauchgranate habe ich neu. Das kennt ihr aus dem Singleplayer nicht, das ist im Koop alles gekauft worden. Und halt die Armbrust habe ich neu. Wir können inzwischen 7 Gegenstände ausrüsten, fällt ihr mir gerade mal auf. Da könnten wir eigentlich die Haft-EMP noch nehmen. Ja. Nehmen wir noch die Haft-EMP mit. Wir können ja 7 Gegenstände jetzt ausrüsten. Und die Nachtsichtbrille, ja, die sieht so scheiße aus. Die nehmen wir lieber wieder an Standard. Ich weiß nicht, ob ich die euch auch schon gezeigt habe. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Es ist
schwierig, wenn man beides spielt, also Koop und Singleplayer parallel aufnimmt, dann ist das schwierig, weil die Punkte gelten für beides. Dichter würde ich euch gerne mal andere zeigen, die goldenen habe ich wegen Deluxe Pack und wir fangen aber mal mit den blauen an, weil die einfach mal komplett anders aussehen, die kriegt man für Uplay Punkte. Und ja, start in die Mission rein. Ich habe ganz kurz die Mission, eigentlich wollte ich Koop klicken, habe aber die Mission angeklickt, also nicht wundern. Ich würde gerne etwas vorspielen, das wir gestern abgehört haben. Sind alle Einladungen für die Geburtstagsfeier verschickt? Jeder hat einen Stern. Geburtstagsfeier steht in Terrorkreisen häufig für einen Angriff. Außerdem ist wiederholt von Sternen die Rede, was auf Texas hindeutet. Ich habe noch mehr. Werden Spaß im Aquarium haben. Wie laufen die Vorbereitungen? Wir haben in Plano bekommen, was wir wollten. Tarleton ist bereit. Der Umschlagplatz in Atascosa ist sicher. Aufgrund der Erkenntnisse aus der Kreditkartenüberwachung sind wir ziemlich sicher, dass sie in der Nähe von Brownsville ins Land kommen werden und seit einiger Zeit Agenten in Dallas hatten. Eine Überraschungsparty? Die werden sehr überrascht sein. So, warum das jetzt hier steht, kann ich euch erklären. Und zwar bin ich in der Mission abgekratzt bei der Aufnahme, da sich bei mir im Hintergrund Kaspersky geöffnet hat. Dementsprechend habt ihr auch gesehen, habe ich schon ein Ziel, habe die Mission nicht geschafft, habe die als Aufnahme und das war an sich echt scheiße. Und dementsprechend habe ich gedacht, fangen wir die einfach nochmal an. Weit habe ich nicht gespielt. Die Daten der NSA wurden mit drei anderen Quellen abgeglichen. Dallas scheint das nächste Ziel zu sein, aber es gibt nichts Genaues. Am wahrscheinlichsten wäre es hier und dort. Stadion und Aquarium. Wir dürfen in Lovefield landen und müssen nicht nach Fort Worth. Dadurch gewinnen wir etwas mehr Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden. Noch Fragen? Ja, wieso ist Charlie so nervös? Habe ich ja schon gesagt. Sag es mir. Ich habe für alle US-Großstädte die Daten der Terrorabwehr abgerufen und nach Namen von der No-Fly-Liste gesucht. Was ist das? Gar nichts. Und davon eine Menge. In Chicago hat die Flugsicherheit heute 5 Stunden lang keinerlei Zugriff auf die No-Fly-Liste gehabt. Systemwartung längst überprüft. Er war noch nicht fertig. Ich habe die Namen der ankommenden Passagiere von Hand mit der Flugverbotsliste verglichen. 6 Namen waren drauf. Und jetzt sieh dir das an. Aufzeichnungen der Kameras am O'Hare-Flughafen. Die 6 verließen ihn gemeinsam. Es ist nicht unwichtig, aber es hat keine Priorität. Wir haben verschiedenste Geheimdienste abgehört. Alles weist auf Dallas hin. Genau das meine ich doch, Mann. Vor Guam hat keiner was gesagt. Das letzte Mal, als die Engineers im Netz das Maul so weit aufrissen, haben sie haufenweise unsere Leute umgelegt. Wann werden wir in Chicago, wenn wir den Kurs ändern? Das wird zu lang dauern, Sam. Wir haben nur einen Versuch und wenn wir in Chicago aufsetzen, schaffen wir es niemals rechtzeitig bis Dallas. Sam? Perfektionist ist der Schwierigkeitsgrad, der hier unten rechts sieht, aber nein! Nein, 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 nein. Nein. Wir fliegen nach Chicago. Wenn Charlie eine Theorie hat, heißt das nicht, dass sie stimmt. Die Präsidentin hat mir das Kommando über die Operation übertragen. Und sie kann es dir auch wieder abnehmen, wenn du gegen ihren Befehl handelst. Es ergibt keinen Sinn, einen direkten Angriff zu starten. Nicht nach dem, was Sadiq in Mirawa gemacht hat. Was ist das? Chicagos Sonderkommando. Es gibt da gerade irgendeine Geiselnahme. Startet den Hubschrauber. Laut Plan ist das ein Labyrinth und dann sind da noch die Geiseln. Mit dem Betäubungsgas schaltest du die Gegner ohne Kollateralschäden aus. Die Haftkameras helfen beim Zielen. Mehr geht nicht. Was ich gerade gesagt haben wollte, ihr seht, die F40 ist, glaube ich, die zweite Pistole, die habe ich auch durch Koop zusammengekriegt. Das ist eh ein bisschen blöd gemacht. Wenn man im Koop Geld verdient, hat man halt Ausrüstung A. Die können wir mal umbenennen. Ich glaube, das können wir mit der Tastatur eingeben. Ah. Na, sehr schön. So, da habt ihr's. Stealth anpassen, da geht's ja einzig und allein darum zu stealthen. Wie gesagt, die Koop-Folge ist schon draußen und den spielen wir auf Perfektionist, aber nicht im Singleplayer, das ist echt zu anstrengend. Ja. Kein Kaspersky, Kaspersky ist extra beendet worden von mir. Kaspersky ist ein gutes Antivirenprogramm, aber... Sam, die Kidnapper haben die Chicagoer Polizei kontaktiert. Forderungen? Negativ, zumindest keine besonderen. Die wollen nur, dass sich die Polizei fernhält. Wieso nehmen die Geiseln, ohne was zu fordern? Vielleicht wissen die es selber nicht. Möglich, dass es nicht die Engineers sind. Die meisten Dienste halten Dallas für das nächste Ziel. Zähle auf null. Wir drehen jetzt nicht um. Cool. Hier, das ist die neue Pistole, die ich habe. Oha, wie viel Munition. Haft-MP ist jetzt neu. UMP habe ich übrigens neu. Schlafgas.
Armbrust. Ihr solltet euch lieber Kombination aus Koop und Singleplayer reinziehen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man für beides Geld verdient. Aber egal, wir springen jetzt in die Mission rein. Ah. Gestern, vor einem Jahr, haben wir angefangen mit dem Let's Play. Ich nehme im Voraus auf, wie immer. Und es ist noch nicht Montag. Das wollte ich auch mal reingeschmissen haben. Heute vor einem Jahr, nee, gestern vor einem Jahr haben wir angefangen damit. Und der Anzug sieht richtig fett aus. Na, ah, Sam. Ja, du bist es, du hast es gleich. Lichtschalter, komm. Komm. Ah, mucho grande. Das Sonar finde ich ganz cool. Aber Nachtsicht ist besser für die Mission. Zumindest hier. Und es macht mir echt Spaß für euch zu Let's Playen. Und ich habe 180, beziehungsweise wir haben 180 Abonnenten geschafft. Das ist eine Art Mini-Weihnachtsparadies, das Teil hier, ohne Scheiß. Und wir wissen ja jetzt schon, dass das eine Geiselnahme ist. Ich habe mir überlegt, da wir auf Normal spielen, vielleicht komplett ohne gesehen zu werden, hier durchzugehen. Wir haben Haft-EMPs, wir haben Geräuschimitierer, wir haben eigentlich alles. Voll geil, Sam kann das Teil. Das würde mir voll auf den Sack gehen. Ich versuche das mal. Hier direkt ohne überhaupt entdeckt zu werden. Der Anzug sieht echt geil aus. Lichter deines Operanzugs flackern auf. Und ehrlich gesagt will ich eher die dabei haben. Und wir haben mehr Munition. Auch hierfür haben wir mehr Munition dabei. Das ist echt angenehm. Geräuschemitter ist eigentlich super. Werden wir auch, glaube ich, benutzen. Wir könnten hier den kompletten Strom lahmlegen, aber das finde ich gerade unnötig. Geht da weg. Die Chance für uns, mal ein bisschen weiterzukommen hier. Gehen wir mal ein bisschen schneller weiter. Da hinten müssen wir lang. Schleichen uns gerade schön davon. Das blaue Licht. Ich habe noch nicht einmal mit neuem Licht gespielt. Ich habe noch nicht einmal mit neuem Licht gespielt. Und ich muss sagen, das blaue Licht gefällt mir jetzt nicht so sehr. Das Original schon eher. Ah. Den will ich da weghaben. Scheiße. Scheiße. Komm her, wir müssen suchen. Hauptsache misstrauisch. Okay. Scheiße. Wollte ich voll Hammer machen und dann habe ich das voll hammergeil verkackt. Ich sehe gar nichts. Du etwa? Nein. Ihr seht auch nichts. Also so richtig mitbekommen haben die das mit dem Typen ja auch nicht. Nichts. Bereich sicher, wir sollten uns verteilen. Ja, ihr solltet euch auch einfach mal wegbewegen hier. Ich brauche jemanden, der bei der Suche hilft. Packen wir es an. Oh ja, das hab ich relativ gut gemacht. Wenn man auf Perfektion... Sieht aus, als könntest du über die Lüftungsschächte an der hinteren Halle vorbei. Hinter der Bühne kommst du rein, aber nicht im Erdgeschoss. Wenn man mal auf Perfektionist gespielt hat, das ist das, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte. Ich brauche mal ein bisschen Freiraum. Lenkt die Spinner für mich ein bisschen ab. Ich brauche ja ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Freiraum. Zupf dich. Scheiße, dreh dich weg. Ich höre Gespenster. Ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Okay, dann los.
Ja, ich will hier durch. Also der Geräuschemitter hätte mir jetzt ein bisschen mehr Freiraum schaffen sollen eigentlich. Scheiße! Nichts gefunden. Ja, das habe ich voll professionell gemacht. Nein, habe ich nicht. Komm, das verkacken wir. Baller mich ab. Das war nicht geil gemacht. Scheiße, allein der erste Typ, den ich abgewartet auf normal, ja. Also diese Singleplayer-Missionen sind manchmal auch ganz schön übel. Wie gesagt, Koop haben wir halt relativ gut hingekriegt bis jetzt. Oh Gott. Und hopp. Und da düsen wir direkt hier an den Typen vorbei. So eine Mischung aus Englisch und Deutsch und Afrikanisch. Okay. Den schlabbern wir hier weg. Der liegt mir ein bisschen zu auffällig da vorne. Und den haben wir direkt. Die restlichen Typen versuche ich weitestgehend zu ignorieren. Zumindest komplett zu ignorieren. Ja, geht halt nicht. So, transportieren wir dich auch mal hier weg. Und so, oh. Hier hinter werden die super versteckt. Na, besser wie der Typ da noch liegt. Also das ist cool, dass wir immer mehr Magazine rumschleppen können. Weil der Haftschocker, also rein theoretisch will ich dann A, niemanden umbringen und B, komplett Mystery Dungeon mäßig hier durchrennen, also ohne überhaupt entdeckt zu werden. Die zwei hatten mich jetzt halt kurzzeitig gesehen. Sam, sieht aus, als könntest du über die Lüftungsschächte an der hinteren Halle vorbei. Hinter der Bühne kommst du rein, aber nicht im Erdgeschoss. No, don't care. Whenever they get here, I'm ready. You know what? I think they're scared of us, man. They should be scared. We are locked and loaded. Goddamn SWAT. Can't wait to cap me one of them. They're all going down. Pop, just like that. Oh, yeah. Alter, sind das viele. Guck mal da hoch. Das Tor wäre eine Möglichkeit. Die kriegen das mit, wenn der Typ abgeballert wird. Zu 100% kriegen die das mit. Wenn ich den über den Haufen brezel. Ich muss mir mal kurz überlegen, wie ich das mache. Ja, hier sind echt viele. Ich habe oft im... Ich glaube, auf Maximum Schwierigkeitsgrad ist das hier echt voll das Prozedere. Da an die Stange will ich. Das scheint ein Geheimgang zu sein. Den will ich benutzen. So rein theoretisch. Ich hoffe, dass das ein Geheimgang ist. Theoretisch könnte das auch total überhaupt nichts sein. Den Typen hier muss ich hier entziehen. Jetzt wird das alles nichts. Problem ist, der Typ hier, der jetzt hier gerade kommt, der ist schwer. Guck mal hier, seh mich mit deinen lieblosen Augen an. Aha. Kann der auch. Scheiß die Wand an. Der Typ hier ist mucksmäuschenstill. Der da gerade... Grim, ich verlasse die Festhalle. Eine
Spur von den Geiseln? Nein, nur Amateure mit billiger Ausrüstung. Hältst du das noch für einen Blacklist-Angriff? Wir werden sehen. Das war übel. Das war übel knapp.